Der Leipziger Johannapark. Für die einen pure Entspannung mit Picknick und Grill, für die anderen ein Ort des Schweißes und der Aktivität. Manchmal sieht man die Sportbegeisterten auch in der Gruppe. Dann gehören sie wahrscheinlich zum City Bootcamp. Rund 20 Leute trainieren hier unter der Anleitung eines Trainers im Grünen. Es sind dadurch, dass es alles Übungen mit eigenem Körpergewicht sind, sind es auch keine neuen Übungen. Die waren schon immer da. Das ist nichts, sind keine Übungen, die wir neu erfunden haben. Aber unser Trainingssystem ist in gewisser Weise schon neu. Also es basiert auf dem richtigen, auf dem City Bootcamp Handbuch, nachdem auch unsere Trainer auch in den verschiedenen Städten ausgebildet werden. Die Trainingsmethode ist High-Intensity-Intervalltraining, nachgewiesenermaßen das effektivste, um auch Fett zu verbrennen. Allerdings muss man bereit sein, an seine Leistungsgrenze zu gehen. Das Konzept stammt ursprünglich aus Amerika, wurde aber von Michael Haase eigens für Deutschland angepasst. Das heißt, niemand muss hier Angst haben, in amerikanischer Manier angeschrien zu werden. Der Trainer ist lediglich dazu da, die Teilnehmer anzuleiten und zu motivieren. Und das scheint ihm sichtlich zu gelingen, sogar bei Jenny, die Liegestützübungen normalerweise gar nicht leiden kann. Weil es ja motiviert. Man macht das in der Gruppe und wenn das alle machen, dann möchte man das auch machen und möchte man es auch schaffen. Also es ist auf jeden Fall mehr Drill dahinter, als wenn man jetzt wirklich ins Fitnessstudio geht und das alleine macht. Auch mit dem Würstchen- und Steakgeruch von nebenan wissen die Teilnehmer umzugehen. Naja, also ich finde, es geht. Man freut sich dann auch zu Hause, wenn man dann was Gutes getan hat, dann zu Hause auch essen kann. Für Ablenkung könnten auch die Schaulustigen im Johannapark sorgen. Aber wen das auch nicht stört, für den ist City Bootcamp wohl genau das Richtige. 60 Minuten maximaler Kalorienverbrauch dank dem intensiven Intervalltraining.